so. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es das ja auch noch gibt. Ich hatte irgendwie, als wir auf dem anderen Planeten mit diesen lustigen Insekten waren, der, wo die Forschungseinrichtung drauf war, die Cerberus-Einrichtung, da hatte ich schon irgendwie so ein ungutes Gefühl, so, also da hatte ich mich schon irgendwie erinnert, dass es irgendeinen grünen Planeten gab. Das war ein wenig extrem, oder nicht? Nö. Die kleine Bestie hat es doch so gewollt. Oder es gibt abtrünnig plus 4. Okay, ich kann die auch untersuchen, das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass man die untersuchen kann. Das ist interessant. Ich dachte, man muss die töten. Na sowas. Ja, dann gehen wir mal auf Affensuche. So, das kann ewig dauern. Natürlich hat keiner dieser Affen das Ding. Ist ja logisch. Ich finde aber Garrus auch großartig. Die kleine Bestie hat es nicht anders gewollt. Entschuldigung, musste ich mal husten gerade. Hängt mir doch irgendwas quer an, hast du gesagt. Glaub nicht. Ah. Kratzt das ein wenig. Gut. Wir brechen nach da oben auf zu der Affenkolonie. Bitte sagt mir nicht, dass es erst bei der allerletzten Affenkolonie ist oder dass es jetzt abgezählt ist hier. Sondern sagt mir bitte, dass es bei einem bestimmten Affen ist und dass ich Glück habe. Das wäre äußerst traumhaft. Ich möchte nicht bis zur allerletzten Affenkolonie jetzt durchsuchen müssen. Ach. Nee. Solche Aufgaben. Also ich kann es verstehen, dass die in Mass Effect 2 und 3 dann diese Erkundungstour mit dem Marco rausgenommen haben, weil es eben doch sehr, sehr langwierig ist. Und mit der Zeit kann es doch ein bisschen repetitiv werden, gerade auch, weil die Anlagen doch immer gleich aussehen irgendwo. Aber ich muss sagen, ein bisschen schade ist es schon, da ging dann doch ein bisschen was verloren. So, den hier hinten hatte ich noch nicht, den auch nicht. Glaube ich. Du hier? Nein. Natürlich nicht. Okay, auch diese Kolonie ist clean. Warum zieht ihr eure Waffen? Wisst ihr selber nicht, okay. Gut. Der eine Affe war Selbstmord. Der ist gestorben, natürlich. Der war ja aber auch selbstmordgefährdet. Der ist mir unter die Karre gekrochen. Hätte ich den denn bitte verschonen sollen? Na gut, wir fahren hier vorne durch das Tal und schauen bei der nächsten nach. Zum Glück sind die restlichen drei ja relativ nah beieinander. So ein Auftrag zum Abschluss, traumhaft. Nee. Gut, mir tun auch langsam die Ohren weh davon, dass ich jetzt seit über 5 Stunden, die Kopfhörer trage. Die sind dann doch ein bisschen gereizt mittlerweile. Sind auch mittlerweile wirklich mitten in der Nacht. Also ich habe um 20.15 Uhr angefangen aufzunehmen. Wir haben es jetzt 1.55 Uhr. Ha, schön. Mal sehen, ob ich unter 6 Stunden bleibe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch sehr. Schauen wir mal. Ich würde eigentlich noch gern danach die ganzen Squad-Mitglieder abklappern, um zu schauen, ob sie nicht irgendwelche Neuigkeiten für uns haben oder irgendwas Neues mit uns besprechen wollen. Das könnte relativ schnell gehen, falls sie nichts haben, aber könnte auch ein bisschen dauern, wenn sie doch ein bisschen was mit uns zu besprechen haben. Und ich glaube, sie haben ein bisschen was mit uns zu besprechen, zumindest die beiden hier. Denn wir haben für Tali etwas gefunden, das sie für ihre Pilgerreise benutzen kann. Und wir haben Garrus seinen Wunsch erfüllt, Rache zu üben. So, könntet ihr nicht bitte mal einfach sagen, einer von denen hier hat's? Nee, natürlich nicht. Was ist das hier für eine Anlage? Können wir in die rein? Wir sollten uns beeilen, die Gefahrenstufe mit dem Gift steigt gerade ziemlich stark an. Also falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ich habe es auch noch nicht erwähnt. Gut, gehen wir mal in die Mine rein. Diese Gefahrenstufen, das heißt immer bloß, wenn man zu Fuß draußen unterwegs ist, dann erhöht sich eben diese Gefahrenstufenleiste. Oh, hier gibt es auch Affen. Das ist schön. Dann gehe ich nämlich stark davon aus, dass hier einer drin sein wird, der das hat. Dann füllt sich einfach nur diese Gefahrenstufenleiste und ich glaube, wenn das voll ist, dann verliert man Leben. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ehrlich gesagt, weil ich es noch nie habe so weit kommen lassen. Und da gibt es eben auch verschiedene Gefahrenstufen, verschieden hohe. Je nachdem, wie schnell sich die Leiste eben füllt. So einfach ist das. So. Kann ich irgendein Äffchen mal dieses Ding haben? Das ist doch hier ein Graus mit dieser Suche. Nee. Unbelievable. Unbelievable. So, aber ist schon irgendwie niedlich mit dem kleinen Äffchen hier, ne?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich die. Auch wenn ich einen überfahren habe, es tut mir sehr leid. Und Garrus wird das bestimmt auch so sehen, dass die eigentlich weg müssen. Die haben es ja nicht anders verdient. Aber eigentlich sind sie auch ganz okay. So, kurz noch hier überbrückt. So, schneller durch in der Lücke. Terminator 6. Ein Traum. Gut, wir schauen nebenan nach. Bitte lass es nebenan sein. Bitte lass es nebenan sein. Ich möchte nicht, dass ich hier umsonst durch die Gegend kraxel die ganze Zeit. So, was? Warum? Warum ziehst du deine Waffe? Steck die bitte wieder weg. Ich möchte nicht mit gezogener Waffe hier durch die Gegend gehen. Du hast es doch, oder? Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Es ist ein Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Joker müsste diese Infos an das Allianzkommando übermitteln können. Gott im Himmel sei's gedankt. Meine Güte, das war jetzt äußerst schrecklich jetzt noch zum Ende. Gut. Ach, wir haben das Datenmodul gefunden. Meine Güte, das war aber auch eine schwere Geburt jetzt. Okay. Wir sind durch damit. Wir werden noch gleich... Natürlich, ich dachte es mir gerade schon fast, als ich gesehen habe, dass es hier blockiert wird. Das muss jetzt natürlich noch sein. Die kleinen maschinellen Bastarde, die müssen auch noch hier reingeschissen kommen. So, erstmal den hier vorn. Jetzt mal schön Overkill reingeklatscht hier. Okay, was ist das denn jetzt? Habt ihr mir gerade einen... Oh, geh mal weg hier. Oh, was ist denn hier los? Heieiei. Scheiße. Nimm mal bitte hier. Dankeschön. Oh, was geht denn hier los? Alter, was hat der denn für ein Leiden? Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Was sind denn das für Typen? Die kommen auf mich eingestürmt wie die kranken Bastarde. Alter. Und ich muss jetzt sicherlich nochmal... Ne, ihr habt gespeichert. Dankeschön. Das ist schon mal nett. Auch wenn ich jetzt nochmal die Überbrückung hier machen muss. Das geht ja so recht fix. So, haben wir noch was zu überbrücken? Ne. Ach, dann auf zum nächsten Versuch. Meine Güte. Dass das jetzt noch sein muss, naja. Deswegen hat er auch von sich aus von die Waffe gezogen. So, gleich erstmal hier, wo haben wir denn? Ich möchte erstmal, dieser Verwüster, die sind das doch, ne? Oh, verdammt. Nicht verfügbar unten. Ist ja auch ein Traum. So, einfach mal draufgehalten. Den Frontkämpfer müssen wir nicht unbedingt, genau, die Verwüster, den unbedingt überlasten. Ja, überlasten. Überlasten klingt gut. So, der ist weg. Halt! Nicht so ruppig. Okay, wir sollten vielleicht irgendeinen anderen Weg finden. So, ich sollte mal ein bisschen in Deckung. Kannst du mal wieder aufstehen? Kannst du mal bitte gehen? Meine Güte, ich verstehe es nicht. Manchmal backt er sich einfach an der Wand fest. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt ohne, dass ihr dabei seid. Ist mir egal. Wir sehen uns, wenn ich diesen verdammten Kampf überstanden habe. Das ist doch schrecklich hier. Bis gleich. So, haben wir es dann doch. Mensch, jetzt ging es gleich beim ersten Versuch. Ich weiß auch, was mein Fehler war. Diese Deckung, die ich mir gesucht habe, war einfach ungünstig gewählt, weil zu weit vorn. Die haben mich dann halt flankiert und dann haben sie mich gehabt. Einfach mal ein Stück weiter zurückgezogen, gekämpft jetzt gerade. Und dann kann ich auch beide, also die Verwüster, die von beiden Seiten kommen, das war nämlich das große Problem, treffen, bevor sie an mir ran sind, an mich ran sind. Die Verwüster sind halt wirklich blöd, wenn die so nah kommen, weil die penetrant wie die Arschkrampen an einem dranhängen und auf einen draufknüppeln. Da hast du keine Chance mehr, die loszuwerden. Jetzt gerade als ich dann ein Stück zurückgezogener gekämpft habe, war es halt einfacher, weil ich aus der zurückgezogenen Position einfach die schon eher gesehen habe und eher ins Visier nehmen konnte. Dadurch sind die Verwüster gar nicht erst an mich rangekommen und die restlichen Gath waren nicht das Problem. Es war wirklich bloß die Verwüster, wenn sie in den Nahkampf gegangen sind. So. Das war's für hier. Wir schauen noch kurz im Sternensystem von Pharos vorbei.
Aber erstmal gibt's bestimmt noch. Gibt's keine Rückmeldung bei Admiral Hackett. Okay, hätte ich gedacht. Gut, dann nicht. Wir schauen da drüben noch vorbei. Im Theseus. Fliegen wir also nach Athen sozusagen. Gut. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir nebenan? Das ist Phaibos, da wollen wir noch nicht hin. Hier haben wir ein bisschen Carsharing. Da gibt es eine proteanische Datendisk. Beim Scannen des Planeten Scharing haben sie seltsame Signale festgestellt. Techniker Adams konnte die Quelle orten und ein seltsames Objekt ausfindig machen. Tali und Adams haben es an Bord gebracht und in stundenlanger Arbeit demontiert. Den Einsatzzweck des Objekts konnten sie zwar nicht bestimmen, aber sie fanden heraus, dass es proteanischer Natur war und eine Datendisk enthielt. Ja, haben wir es einfach mal kaputt gemacht. Passt schon. Kann man mal machen. Die Quana, die hat noch ein bisschen was an Vorkommen für uns. Da gibt es Kobalt. Wunderschön. Hinten gibt es wahrscheinlich nichts auf Logan. Oder? Nein. In Ordnung. Damit, Leute, haben wir diese Session soweit komplett damit verbracht, alle Cluster abzuarbeiten. Was ich übrigens nicht gezeigt habe, ist hier der lokale Cluster. Dort haben wir das Sonnensystem Sol, nämlich unser eigenes. Auf diesem gibt es aber einfach nichts. Das ist einfach nur da, damit man sich es mal mit angucken kann. Gut, wir sind auf allen Clustern gewesen und haben quasi die ganzen Nebenaufträge, die wir im Raum machen können, jetzt abgearbeitet. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz mit den Squad-Mitgliedern reden, mal sehen, ob es irgendwas gibt. Ich glaube, keinen können wir auslassen. Der interessiert mich auch einfach gar nicht, muss ich sagen. Wir gehen gleich mal... Ne, wir gehen mal zu... Nö, Liara, weißt du, scheiß drauf. Eigentlich interessiert mich nur Garrus und Tali. Das sind nämlich die zwei, die was Neues haben sollten. Vielleicht schauen wir auch mal bei Ashley vorbei. Ich glaube, bei Ashley ist nämlich so ein Kreuz, genau. Keine Ahnung, wofür das steht. Das werden wir aber wahrscheinlich gleich rausfinden. Vielleicht hat die auch noch eine Mission für uns. Ist ja durchaus möglich. Warum sollten bloß die anderen welche haben? Was wollen Sie, Shepard? Noch kurz bei Rex gucken. Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Okay, auch mit ihm gibt es was Neues. Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen, ich musste überleben. Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Jaroth an. Einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt. Und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Jaroth zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt, sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Jaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesen Tagen. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen.
Ob das stimmt, dass er nie wieder zurückgehen wird, das werden wir erst noch sehen. Aber ist natürlich erstmal eine harte Geschichte, aber es passt zum Stil der Krogana, zur Kultur der Krogana einfach. Die können ohne Krieg nicht leben und das macht manchmal nicht mal vor Familienbanden halt. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht. Und das kennen wir ja schon. Wir sind zu weit verteilt. Viele Völker haben jetzt. Ja, wir sind. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Ja. Sei still. Familie, das haben wir noch nicht. Genau. Irgendwas kam mir hier anders vor. Sonst hatten wir immer bloß Auslöschungen und Infektionen. Dann fragen wir nochmal nach der Familie. Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Wollen Sie mich zum Weinen bringen, Shepard? Ich habe noch ein paar Dinge mit meiner Familie zu klären. Und das ist alles. So ein weinender Kroganer wäre auch mal ein interessanter Anblick. Was für Dinge? Bevor ich fortging, habe ich dem Vater meines Vaters einen Schwur geleistet. Ich habe geschworen, die Kampfrüstung meiner Familie zu finden. Oh, die haben wir schon. Sie wurde ihm nach den Aufständen abgenommen. Ja. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden, Rex. Zeigen Sie her. Verdammt. Das ist sie. Kaum zu glauben, dass meine Vorfahren so einen Haufen Schrott getragen haben. Aber jetzt ist sie zumindest wieder dort, wo sie hingehört. Danke, Shepard. Vielleicht werden sie mir doch noch sympathisch. Ja, wird man nicht so sentimental. Sie werden doch nicht am Ende noch Gefühle zeigen, ja. Max. Was? Nur weil ich sie sympathisch finde, heißt das nicht, dass ich sie nicht töten könnte. Ach, Rex, du bist schon ein Kunde. Gut, damit haben wir auch die persönliche Mission für Rex abgeschlossen, ohne es zu wissen. Aber das weiß ich noch, wir haben nämlich meine Krogana-Rüstung gefunden in einem Piratenversteck. Das ist aber schon eine Weile her, das war nicht jetzt hier in der Session mit. Commander, was kann ich für Sie tun? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie, aber... Wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Zwei Sachen. Erstens, glaube ich, mittlerweile hat der Rat Saren fallen lassen. Und zweitens, glaube ich nicht, dass wir Saren zur Zitadelle jeweils bringen könnten. Das ist, glaube ich, nicht im Bereich des Möglichen. Der wird nur den Tod finden können. Und das wird nicht im Rahmen einer Verhandlung passieren. Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Wenn sich Saren nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt... Dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geht? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere, aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe Sie. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ja, Sir. Tja, Garrus' Gedanken mal wieder. Natürlich steckt mehr dahinter. Das werden wir auch sehen. Und deswegen gibt es ja auch Mass Effect 2 und 3. Wäre ja auch ein blödes Spiel, wenn einfach nur der Grund wäre, dass Saren alles tut, weil er eben ein bisschen durchgeknallt ist, ne? Mit Ashley sprechen wir gleich noch. Ich habe das X ja noch auf dem Radar. Also ist da auf jeden Fall noch was. Erstmal, wenn wir aber mit Tali sprechen. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Geht-Steuerungseinheit entnehmen konnten.
Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Geth vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Danach gehen Sie? Was heißt das denn? Ach so, danach gehen Sie von uns weg wahrscheinlich, ne? Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Es wird Jahre brauchen, die Daten zu entschlüsseln und zu analysieren. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber das ist es wert. Mit diesen Informationen können wir erfahren, wie sich die Geth in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Geth besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Gut, damit haben wir auch für Tali die Aufgabe abgeschlossen. Und mit Garrus hatten wir jetzt gar nicht nochmal was zu besprechen gehabt. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wir mit ihm ja noch keine Auswertung gemacht haben. Aber vielleicht war das schon... Commander, schön Sie zu sehen. Im Rahmen dessen, dass wir auf der Station halt mit Dr. Hart gesprochen haben, da hat er sich ja auch schon geäußert dazu. Na gut, sprechen wir noch mit Ashley. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern, falls Sie mitkommen möchten. Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Erzähl mir nicht, dass du dafür die Schuld kriegst. Offiziell nicht. Mein Vater wurde ständig bei den Beförderungen übergangen. Und ich würde auch für mehr taugen als für Garnisonsaufenthalte in entlegenen Landwirtschaftskolonien. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Er wurde seines Kommandos enthoben, sobald Shang-Chi befreit war. Man brachte ihn sogar in Ketten zurück auf die Erde, aber es gab nie einen Prozess. Sie degradierten ihn still und leise und setzten ihn hinter einen Schreibtisch. Ein Jahr später ging er in den Ruhestand. Den Rest seines Lebens verbrachte er als Bauarbeiter in den Kolonien. Ab und zu hört man, dass versucht werden soll, ihn auf offiziellem Weg zu entlasten. Aber es wird nie etwas daraus. Soweit ich weiß, hat dein Großvater lange Zeit standgehalten. Die Turianer zerstörten die Orbitalstation schon bei der ersten Welle und besetzten die Großstädte. Sie hockten im Orbit und beschossen alles, was sich bewegte. Mein Großvater schickte die Truppen los. Aber als sie in die Städte kamen, um Vorräte zu besorgen, zerstörten die Turianer einen ganzen Häuserblock, nur um eine Einheit zu eliminieren. Es starben viele Zivilisten. Seine Truppen waren am Verhungern. Aber er konnte das Oberkommando der Allianz nicht erreichen. Also gab er die Garnison auf. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Tja. Wegtreten, Chief. Sir.
Da haben wir mal wieder die seltsame Wirkung eines schlechten Rufes dabei. Natürlich, also der General, also ihr Großvater hat vollkommen richtig gehandelt. Natürlich muss er, warum ist denn eigentlich immer noch das X da? Achso, das ist gar nicht für die Leute, das ist für die Spinde, ich Idiot. Der General hat natürlich vollkommen richtig gehandelt. Warum sollte man weiter Menschenleben opfern ohne Sinn und Verstand? Wenn man sowieso weiß, dass man verlieren wird. Die Turianer, die haben doch nur Zivilopfer provoziert, um ihn halt zur Aufgabe zu zwingen. Und früher oder später hätte er sowieso aufgeben müssen. Von daher ist das doch vollkommen unsinnig gewesen. Es ist einfach nur so eine Prestige-Sache. Der einzige Mensch, der jemals sich vor einem... Der einzige menschliche General, der sich vor einem Alien ergeben hat. So ein Schwachsinn. Aber das reicht halt schon, um dann eine komplette Familie zu brandmarken. Ist einfach unsinnig, aber so ticken die Menschen manchmal. Vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung, auch Politik funktioniert manchmal so, dass man wirklich vollkommen unsinnig denkt und handelt, weil das einfach von der Öffentlichkeit so erwartet wird oder weil man sonst einen komischen Ruf wegkriegt oder sich einen bestimmten Ruf erarbeiten will. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Dann reden wir über Sie. Geht es Ihnen gut? Ich schlafe nicht sehr gut. Die Visionen halten mich die ganze Nacht wach. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Sie müssen in Bestform sein, Commander. Die Crew verlässt sich auf Sie. Das kann eine ziemliche Last sein. Ich kann die Verantwortung des Anführers verkraften. Aber wenn ich Sare nicht aufhalte, wird die gesamte Galaxis ausgelöscht. Tut mir leid, Commander. Das Letzte, was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Sie daran erinnert, wie schlimm es für uns aussieht. Gibt es noch etwas anderes, über das Sie gern reden würden? Gut, das kennen wir ja bereits. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Da haben wir also eigentlich nichts Neues, nichts Besonderes. Shepard hat sich mal ein bisschen ausgekotzt, hat halt gesagt, wie es ihm geht. Ja, schön. Gut, schauen wir halt doch noch bei Kaidan vorbei. Und dann war's das für diese Aufnahmesession. Schweigsamer Mensch. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es sind doch sicher Berichte zu schreiben. Über die Rachni und Anolees. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat Rana verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf. Wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halbtot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Sie haben eine Frau beschützt, die Ihnen am Herzen lag. Das ist doch was Gutes. Vielleicht waren meine Intentionen gut, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ihn getötet, Shepard. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn Sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten Sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung.
Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Tja, also, was heißt, er hat die Kontrolle verloren? Wenn ihm ein Messer ins Gesicht gerammt wurde, dann ist das für mich Notwehr, auch wenn er mit seinen Biotikkräften gearbeitet hat. Er hat Kräfte und hat sich verteidigt, dass dabei dann... Nein, Quatsch, das ist der falsche Weg. Dass dabei dann sein Genick gebrochen wird, das Genick des Turianers. Ja, das ist natürlich unglücklich, aber es war natürlich alles andere als gewollt, muss man auch sagen. So, gleich wieder nach oben fahren. Und letztendlich hat er nur in Notwehr gehandelt. Also ich sehe das, abseits davon, dass er halt einer Frau helfen wollte, meine Güte, bla bla. Letztendlich wurde er angegriffen und wurde halb tot geschlagen. Dann kam ein Messer in sein Gesicht. Warum sollte er denn nicht sich mit aller Kraft zu wehren versuchen? Dann, wenn der Turianer dann stirbt, dann hat er das selbst provoziert. Ich meine, ich bin ja immer gegen das Töten von Lebewesen. Das kann ja nie eigentlich der richtige Weg sein. Aber wenn es im Affekt passiert, beziehungsweise er ist ja nicht ausgerastet, er hat sich ja wirklich bloß verteidigt, dann ist das nicht weiter schlimm. Kann ich mir natürlich trotzdem vorstellen, er hat Schuldgefühle, er hat jemanden umgebracht. Aber gut, das war's soweit für diese Aufnahmesession. Ich bin so froh, dass wir das alles abgearbeitet haben, weil es doch wirklich sehr viel ist und ich muss erstmal schauen, wie ich das dann zusammenschneide, ob ich wirklich alles, wo ich jetzt angefangen habe zu quatschen, damit reinnehme. Warum sehe ich meinen Cursor schon wieder? Jetzt ist er weg. Und dann können wir uns beim nächsten Mal ganz entspannt wieder einer Hauptmission widmen, nämlich erst Pharos und dann Würmeier. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.